Na egal, Schinkenknacker, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Stunde mit mir und in die Horrorquatsch mit irgendwelchen Sachen, die ich im Internet finde. Welcome to the game. Ja, ich weiß, ich bin mal wieder spät dran. Ich habe schon gesehen, dass andere es schon vor mir Let's Play hatten, obwohl ich das Spiel als erster entdeckt habe quasi. Aber ihr habt ja gemerkt, ich hatte letzte Zeit nicht wirklich Lust aufzunehmen. Wie nichtsdestotrotz mache ich mir mal einen Spaß draus und spiele dieses Deep Web Darknet Simulationsspiel. Keine Ahnung genau, was mich erwartet. Ich habe mich ja selbst nicht gespoilert. Ich hatte ein neues Spiel. Ich habe vorhin mal eine Testaufnahme gemacht. Es funktioniert auf jeden Fall. Ja, ich bin mir sicher, dass ich ein neues Spiel starten möchte. Ein roter Raum, da gibt's Folter und Mord zu beobachten. Ja, das Darknet ist kein schöner Ort, an dem wir uns gerne begeben möchten. Zumindest als echte Menschen möchte ich jedem davon abraten, ins Darknet zu gehen. Denn es ist nicht nur höchst illegal, was da passiert. Also unter anderem. Es gibt natürlich auch die legale Seite von Darknet, aber es gibt halt die ganz illegalen Sachen auch. Sondern da sind auch sehr viele Hacker unterwegs, die ihr Handwerk verstehen, vom Fach sind, sagen wir es mal so. Und das könnte eure Existenz schon ein bisschen mitnehmen. Deswegen gehen wir einfach mal nur in der Simulation da rein und quatschen mit dem viel zu leisen Charakter des Spiels. Ja. Der ist wirklich sehr leise. Ich versuche den mal ein bisschen lauter zu machen oder so, dass man irgendwas versteht. Kann natürlich sein, dass es auch scheiße klingt. Wir finden es raus. Und noch dazu angemerkt, brauchen die ganz schön lange hier mit dem Gelaber. Das ist schon echt belastend. Also Notes ist für unsere Notizen, N ist der Browser. Wir brauchen natürlich diese ganzen Keys hier, um uns dann durch Deep Web gleich mal bewegen zu können, um am Ende halt das Spiel, ich nenne es mal, aufzudecken. Wir haben auch Uhrzeiten, die wir beachten müssen, dies, das. Ich habe mir das Tutorial versucht anzuhören. Ich bin irgendwann fast echt eingeschlafen. Das ist echt schwierig. Das brauchen wir auf jeden Fall, diese Hidden Keys, die müssen wir dann zusammensetzen zu einem großen Schlüssel, um dann auf die Seite kommen zu können, die wir dann brauchen. Mit HTTP, es gibt auch verschiedene Hacker-Preventions in diesem Spiel, das werden wir auch noch gleich sehen. Und zwar zwei Minispiele, bei einem müssen wir einfach nur quasi Pfeile setzen, um das Ganze fortzusetzen, wie so ein Schlangenspielchen quasi. Und ja, wie gesagt, es gibt auch Seiten, die sind teilweise nur, wie früher im alten Internet, nur zu bestimmten Uhrzeiten erreichbar. Es gab wirklich Internetseiten. Deswegen gab es ja dann später diese 24-Seiten, wie zum Beispiel Wetter 24 oder, was gab es da noch? Flüge 24, irgendwas mit 24 halt. Die 24 sollte da dann zeigen, dass die Seite 24 Stunden am Tag erreichbar ist, was es halt besonders wertvoll macht so zur alten Internetzeit. Und beim Deep Web haben wir es jetzt mittlerweile genauso, dass es halt Seiten gibt, die nicht rund um die Uhr erreichbar sind, weil ja nicht alles auf Servern gehostet wird, sondern teilweise auch Privatangebote. Ihr könnt den Text natürlich unten nebenbei lesen. Der ist eh viel zu leise, der Typ. Genau, jetzt kommt die Hacker Prevention. Und weiter als bis zum zweiten Minispiel habe ich nicht gespielt. Und zum zweiten habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, habe dann deswegen verkackt und habe dann gesagt, okay, hier beende ich erstmal die Testaufnahme. Hat alles gut funktioniert. Von dem her mache ich jetzt einfach weiter im Programm. Ist wie gesagt ein Spiel, das relativ kompliziert ist, relativ komplex. Wir müssen uns ein bisschen halt durchklicken. Es ist ja nur eine Simulation, beziehungsweise nicht eine wirkliche Simulation, aber so in etwa funktioniert das Deep Web auch. Es gibt keine direkten Links, sondern halt nur so ganz komische, Klabusterbär-artige Formationen. Und an denen müssen wir uns dann langhangeln. Das heißt, das ganze Deep Web funktioniert zum Großteil auch über Mundpropaganda. Deswegen es keine Suchmaschinen gibt. Es gibt zwar ein Wiki, über das du einsteigen kannst, was quasi als, wie damals, Lycos-Suchmaschine. Da war ja auch immer nur alles gelistet an Links, die es jetzt momentan gibt. Aber, ja, Deep Web ist wirklich ganz komplex. Niemand zu empfehlen. So, jetzt kommt ein Hackangriff. Wenn dann echt mal so leicht zu blocken wäre. Das wäre cool, Minispielchen. So, jetzt müssen wir hier ein Minispiel machen, das da unten geht. Da muss dann zum nächsten Pfeil und dann müssen wir zum Endergebnis kommen. Relativ easy für den Anfang. Ist noch nicht so kompliziert. Wird später wahrscheinlich, denke ich mal, ein bisschen komplexer. Kann ich aber noch nichts zu sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt nur 5 Minuten gespielt, das Spiel. Wie jetzt. Von dem her, mal gucken, wie das Spiel so ist. Vor allem Kernel, Compiler, er ist Ultra-Leadspeak, Roffelcopter, XDDD.
So, jetzt kommt der eigentliche Clou, denn jetzt müssten wir tippen. Zum Glück haben wir eine Originaltastatur und keine DOS-Tastatur, weil DOS-Tastaturen auf Englisch funktionieren ganz anders. So, Kernel Compiler, jetzt müssen wir abtippen, was da steht. Raute. Hallo? Doch, Raute gemacht, genau. Include netinit slash if unterstrich ether.h zu enter. Bool build was? Listen zack 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 fertig. Relativ easy. So, mehr habe ich noch nicht geschafft. Jetzt bin ich immer gespannt, was er. Oh, wait a minute. There's one more thing I forgot to mention. This is just an urban legend, so I'm not sure if it's true or not. But they say, the farther you get into the deep web, there is kidnappers that will try to locate and kidnap you. Ja, auch das habe ich schon gehört. Das ist natürlich ein alter Mythos, aber Deep Web ist wirklich gefährlich, Leute. Ich rate euch davon definitiv ab. Das, sag mal, einfachste sind wirklich Drogen und Waffen da zu kriegen. Kannst aber auch, es gibt Menschenhandel, Vergewaltigung, alles auch wieder diese roten Räume. Die gibt es ja wirklich, wo du halt Snuff dir angucken kannst, wo Menschen quasi gefoltert und getötet werden und du live dabei zuschauen kannst und mitbestimmen kannst, was als nächstes passiert und sowas. Quasi wie Twitch interaktiv für Folterer und Mörder. Haha, voll cool. Oder so. Gut, dann gehen wir erstmal zu Anne. Doppelklicken auf N. Ah, Anonymous Note. So, erstmal aufs Heimdings gucken. Was wir da kriegen. Bathroom Cams, Black Hat Post, Burnt at the Stake. Klick, klick, dead. Alles klar. Grandma's Fantasy. Oh, dann gehen wir doch mal direkt auf Grandma's Fantasy. Vielleicht gibt es da ja was richtig Textiles. Ah, unable to connect. Wir werden schon wieder gehackt, ey. Geht direkt los. Richtig geil. Ein DOS-Blocker, okay, das ist nicht so schwer. So. Und geschafft. Relativ easy. Gut, Seiten Grandma's Fantasy gibt es natürlich nicht, wie man sieht. Dann gehen wir doch mal direkt zu Click Click Dead. Klingt nach einem. Alles noch nicht. Vielleicht auch uhrzeitentechnisch. Wie gesagt, wenn manche Sachen nicht erreichbar sind, kann es auch sein, dass wir die Uhrzeit nicht richtig haben. Hail Satan. Da vielleicht irgendwas Spannendes gibt. Alles unable to connect. Ich mache mal nebenbei noch Notes auf, denn das können wir noch ganz gut gebrauchen. Hidden Cams, Hotel Anne. Machen wir Hotel Anne. Ist ja richtig spannend, das Deep Web gerade. Gut, wie gesagt, ist nur eine Simulation. In Wirklichkeit ist da viel mehr. Wir gehen mal auf die Teamseiten. Okay, wieder ein Hackangriff. Ist jetzt nicht so spannend, Leute. DOS-Blocker, Loading DOS-Blocker, ähnlich. Och du Scheiße. Einmal runter, einmal rechts, einmal runter. So, sollte jetzt nicht allzu kompliziert sein. Ja, perfekt. So, ich will gerne meine Teens angucken. Richie, alle nackte Teenies. Schade. Nichts zu finden, was? Alter Schwede. Wenn es irgendwie nicht so. Man muss hier irgendwie darauf achten, dass man hier irgendwo. Auch irgendwo Lautstärke. Hier hat man noch einen Kalender, ein Datum. Kann man ausmachen. Hupala, da war ich schon. Das wollte ich doch. Oh, you have been chosen. You have always been. Quest, shall we end? Look, listen, learn, brothers, sisters, continue search, rail. 1, 2, 2, bla. Okay, hier ist irgendwie so ein Rätsel. Kann ich das auch irgendwie größer machen? Kann ich seitwärts scrollen irgendwie auch? Ah, guck mal, schau. Jetzt sind hier Rätsel aufgelistet oder was? Ich reihe gerade gar nichts mehr. Das wirkt ein bisschen kompliziert. Was auch immer mir das sagen soll. You have been chosen. You have always been awake. Seek and it shall be found. Nothing will be achieved without the time and tenacity. Question and it shall be earned. Look, listen, learn, brothers and sisters. Continue your search. Reject hatred. Embrace love. Hat das hier irgendwas? Hat das schon irgendwas auszusagen? Ist das schon der erste Weg zur Lösung des Rätsels? Sieht nicht danach aus. Kann natürlich auch eine Finte sein, man weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall noch, denke ich mal, finden. Ah, guck mal.
Vielleicht kann ich auch hier schon was finden. Man kann auch so scrollen. Das ist natürlich interessant. Black Hat. Ah, the rules are simple. You make a post requesting the service you need and pay a small fee. We will take care of the rest, but it's cash. Everything you post is shared publicly on the homepage. Can somebody please help me? I need the face place login for Jennifer from Baltimore. Which is cheating on me and I need to find it out. Auch sowas gibt's im Deep Web, dass die Leute quasi Accounts hacken und du kommst dann rein und kannst dann schön den Verlauf scannen. Es gibt Leute, die, wie gesagt, für Geld ihre Künste anbieten im Hacken. David Smith, for the details, kleine Informationen, Social, Muscle Boy, Mobile. Need communication of the following mobile number. Communication. I need to know who she is. Dass die Leute alles rausfinden können, ey. Natürlich, klar. Mobile Nummern. Haufenweise Quatsch. Submit a post. Da werde ich wieder gehackt. Das Schlimme ist ja, in echt lernt man sowas nicht kennen. Da weiß man sowas nicht. Ach du Scheiße. Einmal runter. Einmal rechts. Nee, okay. Das wird nur dasselbe. Das ist runter, dann muss das... Einfach nur rechts. So einfach ist es. So geht's natürlich auch. Oh, ich habe 3 Tage verloren. Krass. Haben wir eine bestimmte Zeit, die wir irgendwie machen müssen? Submit a post? Jetzt können wir uns vielleicht helfen lassen. Muss ich selber was schreiben? Ist jetzt die Frage. Unable to connect. Natürlich. Unable. Alles klar. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen, was jetzt hier genau zu tun ist. Wie gesagt, wir müssen ja die Hinweise finden. Aber wie es aussieht, erschließt sich mir das Ganze noch nicht und es gestaltet sich als schwieriger, als ich angenommen habe. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen wurstelig für uns. Unable to connect. Wahrscheinlich sind es auch wirklich die Uhrzeiten, die teilweise nicht funktionieren. Wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme, werde ich mich mal kurz ein bisschen informieren müssen über das Spiel. Und mir vielleicht Hinweise geben lassen, wie ich denn richtig vorgehen muss, weil aktuell... Sehe ich da, oh, Family Drug Shop. Hier gibt's Drogen, Heroin, juhu. In stock by now. Ausverkauft. Crack, Kokain, Speed. Ist ja schön. Ach, guck mal da. Eins ist F58D. Haben wir's doch. Enter Note 1 F58D. D. Perfekt. Dann hätten wir schon mal die erste Note. Da kann man natürlich weitersuchen. Die 1 haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch die 2. Vielleicht kann man ja auch schon F58D so eingeben. F58D. Wäre natürlich cool, wenn es funktionieren würde. Ah, ist natürlich klar. Ich kann mir natürlich die Notiz aber auch so aufschreiben erstmal, weil dann die Notes im Spiel selbst, die bringen uns ja nicht wirklich viel, wie wir gesehen haben. Wenn wir gehackt werden, sind die alle weg. Kann auch sein, dass die neu generiert werden müssen. Ich versuch's trotzdem mal, mir aufzuschreiben. Ich brauche einen richtigen Stift. Ich habe keinen richtigen Stift hier rumliegen. Die sind alle schon wieder weg. Egal, nehme ich halt ein Edding. 1 F 5 8 D. Hilft sicherlich. So. Versuchen wir uns Father Donald mal ein bisschen durchzuwursteln hier. Und vor allem zum Endergebnis zu kommen. Das ist ja das Wichtige, ne Leute? Wir müssen ja das Endergebnis irgendwie erahnen können. Unable to connect, ist natürlich klar. Wie viele Codes müssten wir nochmal finden? 8? 1500? 30 Trilliarden? Is evil? Ach Leute. Mobile Market. Irgendwo muss ich hier ein zweiter Code verstecken. Also wirklich, die Simulation ist wirklich sehr simulationslastig. Das ist echt klar, dass das meiste nicht erreichbar ist. Oder man sich zu Tode langweilt. Ich komme hier wohl nicht weit genug. Es hieß zwar eigentlich, dass das Spiel nur eine Dreiviertelstunde geht, ich bin jetzt aber schon eine Viertelstunde hier am Machen und ich habe gerade mal einen fucking... Ach, halt die Maul. Haltet die Maul, genau. Haltet euren Maul. Und Stokitel-Fans, könnt ihr gar nicht fertig machen. Dann machen wir nämlich euch fertig. Und so. Und eigentlich habt ihr uns echt den Kopf gewaschen. Testicle Mutilation, juhu. Das ist bestimmt sexy. Natürlich, zum Glück unable to connect.
Das möchte man nicht sehen, wie meine Testikel zerschnibbelt werden. Oh, The Dollmaker. Oh, das ist die Geschichte. Das ist eine der Geschichten, wo man nicht weiß, ob die wirklich ist. Die ist extrem krass. Da ist jemand, der macht aus Menschen lebende Puppen. Und ist ziemlich abartig. Ich gucke halt nur, ob ich irgendwo einen Code finde. Die Geschichten sind auf jeden Fall alle original aus dem Deep Web. Mit dem Dollmaker hier zum Beispiel auch. Die habe ich nämlich schon mal gelesen. Die hat er wahrscheinlich jetzt nur für die Simulation reingenommen. Ist definitiv richtig, richtig krass. Lest sie euch selbst durch. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Jetzt muss ich auf Contact me drücken. Okay, kann man nicht. Oh, wir werden schon wieder gehackt. Ja, klasse. Wusste ich's doch, ey. Okay, einmal rechts, einmal nach oben, einmal nach unten und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Dann können wir nicht mehr verkacken. So. Tank blockiert. Ich bin aber auch der Meinung, dass hier eigentlich irgendwo ein Code stehen müsste. Eine 2, eine 3, eine 5, eine 80. Schade. Ach, da 2, da haben wir es doch. 6, 0, 8, 1. Komm schon. 2, 6, 0, 8, 1. Perfekt. Da haben wir doch die zweite schon mal. Da muss ja irgendwo bei dem anderen auch noch was versteckt sein. Irgendwo in den Bildern wahrscheinlich. Muss man halt gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Codes wir finden müssen. 1, 2, 3, 4. Hallo, ich würde gerne auf die Startseite. Achso, ich bin auf der Startseite. The Prey. Oh, jetzt wird hier gebetet. Gebeten? Gebadelt. Gebuddelt, schniedelt. So. Warehouse 33 klingt auch schon wieder nach. Widerlich. Auf jeden Fall Dollmaker. Ganz gruselige Geschichte. Er nimmt sich Kinder und macht daraus halt, wie gesagt, ganz, ganz furchtbare Sachen. Kann man auf die Warehouse-Seiten einzeln draufklicken? Jetzt werden wir natürlich wieder gehackt. Haha, haha. Und gucken, ob wir jetzt selber tippen müssen oder wieder so ein Dings. DOS-Blocker, natürlich. Rechts, rechts, rechts. Dann geht's runter. Links, hoch, hoch, hoch. Links, 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 links. Runter. Und fertig. So. Das haben wir dann doch noch relativ schnell hingekriegt. Man hatte mal relativ wenig Zeit zum Tippen, finde ich. Aber wir haben es geschafft. Perfekt. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein Bild finden. Not all humans are equal, for some of them were born superior to others. Ja, diese Experiments range from starvation and water fluid restriction, Pain-Toleranz-Grenzen und sowas. Also sie machen hier Experimente an Menschen und schreiben das Ganze auf und verkaufen dann die Ergebnisse an, man mag es nicht glauben, echte Einrichtungen, die es leider wirklich gibt. Muss man sich ja vorstellen, ey, du wirst da gefangen und dann irgendwo gefoltert, nur um irgendein Experiment. Ah, das ist so krank. Warehouse 1, gucken wir mal, ist natürlich unable. Wie gesagt, geht nicht ins Deep Web, Leute. Ihr werdet es bereuen, Alter! Wie schnell und krass man hier gehackt wird. Oh, Kernel Compiler. Alles klar. Und define tcp-syn0x02. Dings, std, ach du Scheiße, Doppelpunkt, string, build, packet, string, string, const, unsigned, char, Sternchen, Sternchen, packet, comma, const, unsigned, int, length. Nein, ach, ich war da kurz davor. Aber Notizen haben wir wenigstens behalten, ey. Immerhin das. Immerhin das. So. Jetzt Warehouse 2. Kann natürlich sein, dass sie wieder gesperrt ist, die Kackseite. Ach, Leute, ey. Das ist gar nicht mal so einfach. Uhrzeitentechnisch sind wir natürlich auch bei manchen Sachen ziemlich gearscht jetzt gerade. Try again später. Ja.
nicht leicht. Vor allem, wenn man so viel Text hat und dann Englisch, signed und length und so mit H und T, da kriegt man relativ schnell. Oh, Weed Post. Mal gucken, ob wir hier irgendwo nummerntechnisch was finden in den Bildern, in den Grammzahlen. Mal wieder ein bisschen hacken. Ist ja auch alles klar, Leute. Das Blocker ist wenigstens am einfachsten. So, geht da lang, da lang, da lang. Dann geht's hoch, hoch, runter und runter. Fuck, jetzt geht's im Kreis. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, krass. Wipe from us, legit. Uppala, ich wollte eigentlich gar nicht auf die Grammzahlen klicken. Vielleicht muss ich aber auch irgendwie alles durchklicken. Alter Schwede, Leute, das ist ein bisschen sehr, sehr nervig, sich überall durchklicken zu müssen. Denn es könnte ja überall ein Link versteckt sein. Unable to connect. Hui, 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 hui. Oh, ey, langsam geht das mit den Dings noch bis auf den Sack. Ich switch auf jeden Fall jetzt mal gleich ein bisschen durch. Denn ich möchte das Video nicht mehr unendlich lang strecken. Da habe ich gerade nicht so den Bedarf nach, muss ich sagen. Also sehen wir uns später, wenn ich ein paar Sachen rausgefunden habe. Ist ja, wie gesagt, nur eine kleine Simulation. Die müssen wir ja nicht wirklich komplett durchwursten. Bis später, Leute. So, Leute, nach Ewigkeiten rumprobieren habe ich immer noch nicht wirklich viel rausgefunden. Das ist relativ komplex, das Spiel, muss ich dazu sagen. Für den ersten Einblick reicht es erstmal auf jeden Fall. Die ganze Simulation an sich ist nett, aber auch ein bisschen langatmig. Ich hätte mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht an der Stelle, aber nichtsdestotrotz kann man mal versuchen. Ihr könnt ja versuchen, den Raum am Ende zu finden. Für mich war es das erstmal auf jeden Fall. Ich muss mir jetzt keinen Livestream angucken, wo Menschen gefoltert werden. Ist eh nur eine nachgestellte Simulation, da wird kein echtes Videomaterial da zu sehen sein. Aber es sind immerhin echte Bilder aus dem Deep Web, echte Geschichten aus dem Deep Web, aus dem Darknet. Es soll sogar, wie ich rausgefunden habe, ein Shadow Web geben, was sogar noch zu düster fürs Deep Web ist. Das heißt, es geht dann noch tiefer runter, immer weiter in die Deep Web-Geschichten. Also, wenn ihr auf solche Sachen abfahrt und euch so ein bisschen durchklicken wollt, um selber Geschichten auch zu lesen, die es aus dem Darknet gibt und ich sag mal, eben Sachen nachzuempfinden, was es so in den Abgründen der Menschheit zu entdecken gibt, dann könnt ihr euch diese Simulation gerne runterladen. Ich packe den Download-Link in die Beschreibung und wir sehen uns auf jeden Fall bei einem weiteren lustigen Indie-Spiel mit mir, Brunetschki. Dann auf bald, auf Wiedersehen, Tschüssikowski, bla 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 bla.